Vorgestellt wird die Miniaturbildröhre 913 von RCA. Diese Röhre wurde ausgelegt für den Einsatz in Miniaturoszillographen. Sie verfügt nur über einen Oktalsockel. Und einen sichtbaren Bildschirm von ungefähr 1 Zoll. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Pins ist die Belegung etwas reduziert. Zum einen, die Röhre ist halb indirekt geheizt. Die Heizung befindet sich auf Pin 2 und Pin 7, also die klassische Belegung für den Oktalsockel. Die Beschleunigungsanode ist auf Pin 3. Die wird nach Datenblatt beschaltet mit 100 Volt. Die Anode selbst ist auf Pin 1. Die wird zurzeit betrieben mit 500 Volt, auch gemäß Datenblatt. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Pins sind jeweils eine Ablenkelektrode kombiniert mit der Anode auf demselben Pin. Die jeweils anderen Platten der Ablenkung, also die X- und Y-Ablenkung, sind auf Pin 4 und Pin 6. Die sind bei mir jetzt aufgrund, da ich nur zwei positive Spannungen habe, zusammengeschaltet. Also ich kann den Elektronenstrahl nur in einer Richtung ablenken. So, schauen wir, was funktioniert. Also Anode ist 500 Volt. Die Beschleunigungsanode ist 100 Volt. Und der Wendelzylinder, den habe ich vorhin vergessen, der ist auf Pin Nummer 5. Das ist der hier. Der Wendelzylinder fokussiert den Elektronenstrahl und ist zurzeit bei minus 18 Volt. So, mal Betrieb setzen. Ich ändere jetzt die Wählnetzspannung. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera. Richtung 0 Volt, also Richtung positiv. Und der Fleck wird immer größer. Auf die Gefahr hin, jetzt wieder geschimpft zu werden, ich gehe auf Handkamera. Ich mache das Licht aus. Der Fleck ist jetzt auch unscharf. Weil der Wendelzylinder nicht mehr richtig fokussiert. Ungefähr minus 18 Volt habe ich einen scharfen Fleck.
Und wenn ich jetzt das andere Ablenkpaar ändere an der Spannung, sehe ich eine Ablenkung des Elektronenstrahls. Modulus Gewackel mit der Hand. Es ist sehr schwer zu filmen. Wie gesagt, der Vanillezylinder ist jetzt bei minus 18 Volt. Ich verniedrige nur die Spannung, um einen größeren Leuchtfleck zu generieren. Und ändere nochmal die Spannung zur Ablenkung. Genau auf die 18 Volt zurück. Das funktioniert mit dem Fokus jetzt leider nicht richtig.